Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Im letzten Part sind die Unruhen in der Stadt ausgebrochen, die durch Tethers Urteil über Tenpenny zustande kamen. Und man sieht, dass hier noch ein bisschen der Punk abgeht. Und um das zu beenden, machen wir jetzt diese Mission. End of the Line. Hier geht jetzt alles zu Ende. It's time for smoke. Alright, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. Steige zu Sweet in den Wagen. Okay, wir fahren jetzt erstmal zu der Residenz von Big Smoke. Den müssen wir jetzt fertig machen, ihn und seinen Crack. Sure, he in East Los Santos. Yeah, around the edge of Los Forest. Some old apartments and a warehouse. He as good as dead, then. Genau, der ist so gut wie tot. He bought that same bucket ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Immerhin liegt alles noch im Ballesgebiet. Hier liegen überall diese Autowracks auf den Straßen. Das Barrikaden wohl. So, hier haben wir seine Crackfestung. Dann stürmen wir mal den Laden, würde ich sagen. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Ja, okay. Hab verstanden. Wir gehen ohne Sweet in diese Crack-Festung. Es gibt viele Wachleute. Es führt nur einen Weg hinein, aber wegen der Unruhen ist die Tür verschlossen. In diesem gesicherten Eingang führt nur ein Weg vorbei. Einrammen. Ein schweres Fahrzeug wie etwa ein SWAT-Panzer kann den Eingang ohne weiteres einrammen. Ja, machen wir. Hol dir den SWAT-Panzer. Okay. Dazu gehen wir querfeldein durch das Grundstück, würde ich einfach mal sagen. Man konnte es auch schon sehen anhand der Textur, dass man diesen Bereich einrahmen kann. Das ist keine starre Mauer wie hier. Jo. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir ohne Sweet reingehen, weil auf den müssten wir nur wieder aufpassen, dass die Leben nicht alle gehen. So, schnell einfach rein in das Ding. Los geht's. Ramm den Eingang zu Big Smokes Crackfestung mit dem SWAT-Panzer ein. Okay. Das Ding kann auch Wasser verschießen. Sieht auch ganz geil aus. So, weg damit. Dann kann's losgehen. Brich durch die Wand, um dir Eintritt zu verschaffen. Zack. Ist's gestattet, Leute? Ja, und selbst wenn. Wäre mir egal, ob ihr Nein sagt. So, weiter können wir nicht vordringen. Jetzt müssen wir uns hier durch das Gebäude arbeiten. Stockwerk 1. Sicherheitsbereich. Smoke ist im vierten Stockwerk in seiner Penthouse-Suite. Du musst dir einen Weg durch drei Etagen bahnen, um dorthin zu gelangen. Okay. So. Hier sind an jeder Scheißecke Feinde. Natürlich alles voller Balles und so weiter, weil Smoke ist ja kein Grove Street-Mann mehr. Der lässt sich nur mit den Leuten ein, die Geld bringen. Natürlich arbeitet er auch mit den Vagos zusammen, ist ja klar. So. Eine Panzerung. Ja, da habe ich mir extra nach der letzten Mission offline eine geholt. So, jetzt heißt es einfach ein bisschen hier vorarbeiten. Los. Krepiert alle. Vor mir. Irgendjemand schießt hier ganz hartnäckig auf mich. Du bist das, glaube ich. So, weg mit dir. So, stirb du einfach. Oh, ein SWAT-Panzer tritt. Bricht noch durch. Ja, der ist hier reingeschafft. Normalerweise hat die Polizei auch auf mich abgesehen. Na gut, ich bin ja auch ein Krimineller. Also. Ah, da oben bist du. So, ich glaube, hier haben wir uns schon mal ganz gut durchgekämpft.
Der hat mich ein bisschen überrascht, das ist aber nicht schlimm. Wir haben genug Leben. Ja, also Smoke ist wirklich ein ziemlich mächtiger. Ich frag mich nur, wie er es geschafft hat, das alles einfach aufzubauen. Sich die Loyalität so vieler Gangs zu erkaufen, die ausgerechnet nur unsere ärgsten Feinde sind. Wie hat er das hingekriegt? Das Loco-Syndikat hier, das geht alles auf seine Kappe. Das, obwohl er der unauffälligste der Grove war. Leute wie Ryder, die waren ja wenigstens noch so drauf wie mit, ja, keine Ahnung, Weed rauchen, also ein bisschen mehr Nähe zu Drogen, aber der war ja nur ein kleiner Fisch, verhältnismäßig. So, Stockwerk 2, Drogenlabor. Crack ist eine aus der, ist eigentlich das Kokain in synthetischer Form. Natürlich gibt's auch noch eine weitere Gang, die ihm hilft, ist ja klar. Muss also im Labor hergestellt werden. Würde ich sagen, räumen wir dort auch mal auf. CJ ist da. Der vernichtet euch alle. Lauft ihr allen ernstes nackt hier rum? So, die Maschinen zerstören. Bams. Ui, hier haben sie schon ein schwereres Geschütz. Das sind jetzt alle diese Drogenköche hier. Die gleiche Waffe haben wie ich, aber ich kann einfach viel besser damit umgehen. So. Ah, da oben bist du ja. Tschüss. Da oben steckt noch einer. Auch dich segnet jetzt das Zeitliche. Ja, würde ich sagen, haben wir hier auch mal ein bisschen aufgeräumt. Dann stimmen wir zu Big Smoke, dieser fetten Sau, vor. Ah, da kommen noch welche. Ach, das ist ja nett. So, das war's für euch. Dann können wir endlich uns für alles rächen, was uns in diesem Spiel hier widerfahren ist. Immer vorsichtig mit explosiven Chemikalien. Die sollte man nicht in Gängen lagern. Es könnte ja sein, dass ein Verrückter hier mit einer Sturmwaffe hier rumläuft, der dann drauf schießt. Leben brauchen wir nicht. Nächste Stockwerk, die Baller's Lounge. Oder Baller Lounge, also das S spricht man, glaube ich, nicht, aber trotzdem sagen sie es, aber manchmal auch nicht. Okay, das war wieder ein Mitglied der Ballers. Ich sag einfach Ballers. So, da haben wir schon hinter der zweiten Tür auch noch Leute umgelegt. Hier haben wir eine weitere Gang, das sind russische Mafiosi. Genau wie der da. Das heißt, die Russen machen bei dieser ganzen Geschichte auch noch mit. Das ist echt krass. Naja, aber ich habe ja, brauche ja wohl nicht mehr zu sagen, was ich davon halte. Na. Der Kerl hat sogar eine Statue von sich hier drin stehen. Das ist Big Smoke aus der Beta-Version. Kommt schon, die Ruskis, heim nach Moskau. So. Schrotflinten mag ich gar nicht. So. Ich habe aber doch auch eine eingesammelt. Hier so eine automatische Schrotflinte. Ich glaube, das ist erledigt. So, schnappen wir uns. So, das ist für dich. Tja. Ich glaube, da müssten wir es allmählich geschafft haben. Ja. Schnapp dir Big Smoke. So, wir sind jetzt im vierten Stockwerk. Jetzt bist du fällig, mein Freund. Ach, du zockst. Das ist ja schön. Genauso wie ich. Let's Plays du auch? Hey, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit.
Look at you, you got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. Yo. You wearing body armor, Smoke? I'm disappointed. I thought you were dead. I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. Somebody save the Smoke. Yo, Smoke trägt eine schutzsichere Weste, was ihn deutlich weniger anfällig für unsere Schüsse macht. Das ist aber nicht schlimm. Wir schießen ihm einfach auf den Kopf. Komm, er hat doch eh keine Chance. Oh, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich noch meine alte Geheimwaffe rausholen. Eine Minigun. Da habe ich extra bei Mike Torino ein bisschen was mitgenommen. Geht die Scheiße ein bisschen schneller. So, das war's mit dir, Smoke. Ich hab dich durchlöchert. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Tja. Das war's mit Smoke. Das war's endgültig. Es gibt hier ein bisschen Krach. Ach, Tenpenny, dich gibt es ja auch noch. Wie schön. My man, I need you to do me another favor. Kill Pulaski now, this fat fuck? There's no stopping you. Oh Mann, muss die so viel Krach machen. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Durch die Spielkonsole durch. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not this. Das ist übrigens Samuel Jackson, der es spricht. Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know... You're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother! Den hat er schön gelingt. It ain't over, Carl. It ain't over. Oh doch, es ist vorbei. Noch nicht, aber es wird vorbei sein. Versuchst du mich damit zu beleidigen, oder was? Tenpenny hat eine Explosion ausgelöst. Die Beleuchtung im Gebäude ist ausgefallen. Es brennt ab. Du musst hier schnell raus. Oder schnell hier raus. Ja, okay, das schaffen wir. So, wir haben 7 Minuten Zeit, von hier zu verschwinden. Hier liegt Big Smoke. Das ist das Nachtsichtgerät. Das sieht aber total beschissen aus. Deswegen würde ich sagen, das ist einfach mal weg. Wir gehen mit der M4 geduckt raus, weil man sieht auch bei der Dunkelheit hier ausreichend. So, die Gangmitglieder sind leider nicht in Fluchtmanier. Das heißt, wir müssen uns hier durch das Gebäude durchkämpfen. Kommst jetzt mal da raus, damit ich dich erschießen kann? Danke. Viel mehr verlange ich doch gar nicht. Oh Gott. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass im Hintergrund so ein Krach ist. Wenn nicht, ist auch egal. Das kannst du sicherlich beim friedlichen Zocken nicht stören. So. Bald müssen wir feuern. Sehen. So, das ist für dich. Diese Etage steht in Brand. Benutze einen Feuerlöscher, um hier rauszukommen. Ja, weil ich die Feuerwehrmissionen aber gemacht habe,
brauche ich das nicht. Ich kann durchs Feuer durchspazieren, ohne Schaden davon zu tragen. Leider sind die Feinde echt schwer zu sehen bei dieser Dunkelheit. Einfach schon ein paar abknallen, damit wir nachher nicht so viele Probleme haben. Zack. Zack. Ich glaube, das müssten schon die wesentlichsten gewesen sein. So, der ist auch tot. Mann, das Gebäude brennt. Ihr könnt doch nicht auf mich warten, bis ich runterkomme. Ich würde mir meinen Arsch retten. Okay, der arme Kerl wollte nur löschen. Aber er ist trotzdem ein Feind und deswegen wird er von mir getötet. Das ist doch wohl sonnenklar, oder? Prima, keine Gegner mehr auf dieser Etage. Zumindest nicht hier. Uiuiui. Erstaunlich, dass dieses Betongebäude überhaupt so gut brennen kann. Neue Rüstung ist auch immer schön. Das hier war jetzt das Drogenlabor. Jetzt sind wir wieder in dem Sicherheitsbereich. So, das war's mit euch. Zack. Auch tot. Es ist nicht mehr weit bis draußen. Eieiei, man sieht echt wenig. Aber wenn ich das Nachtsichtgerät anschalten würde, dann würde man noch weniger sehen wegen dem Rauch. Uiuiuiui. Eieiei, komm, sterb doch einfach. Zack, 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 kommt. Es können nicht mehr viele sein. Verdammt, wo seid ihr? Ach, hier steht da oben in den Etagen oder was? Dann rennen wir hier einfach durch. Kommt schon, ihr habt doch eh keine Chance. Ich mache euch alle kalt. Ach. So, das war's mit dir, du Vagos-Arschloch. Oh Gott, ist das ein Krach da drüben, aber... ich hoffe, ich kann es vielleicht ein bisschen rausfiltern nachher. Gut, das... Was macht die da überhaupt, ey? So, einfach ein bisschen schießen, damit der Lärm nicht so auffällt. So, und jetzt nichts wie raus hier. Das Gebäude brennt und explodiert gleich. Und jetzt in der Filmreif, alles explodiert und CJ schafft es gerade noch so raus. Damit ist das Drogengeschäft von Big Smoke am Ende und Tenpenny, den kriegen wir jetzt auch noch. Big Smoke hat sich selber eingeäschert. Hey, Tenpenny flieht in einem Feuerwehrwagen. Oh, Sweet hat sich hinten an den Feuerwehrwagen geklemmt. So, jetzt müssen wir ihm folgen. Folge Tenpenny und sorge dafür, dass Sweet nichts passiert. Bleib dich an dem Feuerwehrwagen dran, lass dich von Tenpenny nicht abhängen. Okay, jetzt machen wir eine kleine Verfolgungsjagd. Versuche nicht, den Feuerwehrwagen zu rammen. Du könntest Sweet sonst verletzen. Mann, das ist aber auch gewagt, dass er sich so einfach an der Feuerwehrleiter festhält. Aber gut. Kurzschlussreaktion vermutlich. Alter, jetzt werfen die Vagos hier noch mit Molotow-Cocktails und schießen. Naja, zum Glück ist das Auto hier sehr robust. So. Das gibt's doch wohl nicht. Will dieser Feigling jetzt von allem, was er getan hat, jetzt noch profitieren und abhauen? Ja. Oh Mann, jetzt schmeißen die alle mit Molotow-Cocktails, diese Arschlöcher. Hört doch mal auf damit. Geht's auch leiser? So. Eieiei, die schmeißen aber auch echt ohne Unterlass hier. Ja, sorry Leute für diesen ganzen Krach, aber meine Mutter macht wohl gerade großen Müll ausleeren. Da musste sie natürlich auch hier rein, weil ich im Haus der größte Müllmann bin, also ich verbrauche am meisten, deswegen verursache ich auch den meisten Müll. Aber egal. So, jetzt haben wir hoffentlich den Rest Ruhe. Du Feigling, Tenpenny, ey. Du Feigling. Aber immerhin tötest sogar deine eigenen Polizeikollegen. So, noch mehr Straßenblockaden. Ist auch interessant, welche Strecke er fährt. Wolltest du nicht zum Flughafen?
Das wundert mich ein bisschen. Oh, verpiss dich, du Drecksbulle. So. Nimm halt diese Autos. Du entkommst mir nicht, Ten Penny. Ich kenne deine Strecke auswendig. Ich weiß, wo du hin willst. Ja, sag das lieber mal mir. Ich sorge dafür, dass er nicht entkommt, ja? Na, er fährt recht schnell dafür, dass dieser Feuerwehrwagen eine total lahme Geschwindigkeit hat und vor allem eine schlechte Beschleunigung. Er ist ja auch botgesteuert. So, ihr seht schon, ja, der ist botgesteuert. Durch das Ruckeln bemerkt man das. Und vor allem bahnt er sich jeden Weg durch hier. Zum Beispiel diesen Truck hier einfach problemlos zur Seite geschoben. Oje, da steigt ein Cop aus. Der Cop tritt Sweet auf die Finger. Bring einen Wagen nahe heran, falls er sich nicht mehr halten kann. Komm runter, Sweet. Gut. Prima, das hätten wir. Sweet ist gerettet. Wir folgen Tenpenny weiterhin. So, jetzt beginnt das Schießen. Jetzt fährt Sweet. Auf den Wagen selbst zu schießen hat nicht so viel Sinn, weil der unzerstörbar ist. Aber wenigstens seine blöden Kollegen da, diese Anhänger, die können wir besiegen. So, jetzt müssen wir die ganze Zeit hier die Polizei abwehren. Das mit dieser billigen Scheißknarre hier. Mit einer Mikro-SMG. Warum kann ich nicht einfach die normale SMG da, die ich hatte, behalten? Ja, ach, die randalierenden Wagen. So, die Polizisten erledigt. Jetzt folgen uns die Gangs auch noch. Einfach schießen, 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 schießen. Was anderes hilft dir nicht. Ja, der Skill, den können wir gleichzeitig auch noch erhöhen. Das ist doch auch schön. Yo, Sweet verliert den auf keinen Fall. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir die Feinde hier abknallen, damit der Zustand des Autos adäquat bleibt. So. Oh Gott. Ich knall euch alle ab, ihr habt keine Chance, Leute. Mann, wo fährt er denn eigentlich lang? Der cruist ja einmal durch ganz Los Santos hier, durch die ganze Scheiß-Ghetto-Gegend. Den Westen meidet er aus irgendeinem Grund. Ach, auf Motorrädern folgen sie uns. Er kommt. Boah, ich hasse diese Knarre, ey. Ah, Drive-Bys sind sowieso nie meine Stärke gewesen. Gott, sterb doch einfach, ey. Bams. So, nächster. So. Tenpenny, du entkommst uns nicht. Du kannst versuchen, was du willst, aber du entkommst uns nicht. Unser Samuel L. Jackson. Was wollen die Vagos eigentlich von uns? So, die Polizei kommt natürlich auch wieder zurück, ist ja klar. So. Kommt schon. Das Problem ist, dass diese Munition nicht so panzerbrechend ist. Es dauert lange, bis die Wagen damit zerstört sind. Flammendes Inferno. Ja, das glaube ich auch. Mann, das ist echt filmreif, was wir hier machen. Warum? GTA San Andreas soll verfilmt werden. Bitte exakt so, ja? Kleiner Wunsch an die Filmstudios. GTA San Andreas soll so verfilmt werden. So. Ja, die eigenen Polizisten verfolgen ihn jetzt auch schon. Die haben schon gemerkt, dass es kein gewöhnlicher Polizist mehr ist, dass er total der Verbrecher ist. Was er ja ist, er ist einfach nur... Das Auto ist schon ganz schön am Arsch von uns. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. So, ich glaube, das war der letzte. Halt an, Tenpenny! Halt an! Oh je, das sieht nicht gut aus. Hast du gesoffen? Oh oh, von der Brücke herunter. Das ist nicht gut, mein Freund. Innere Verletzungen und so. Sei froh, aber froh, wenn du von dem Ding nicht zerquetscht wirst. Das wäre kein schönes Ende für dich. Tja, da liegt
der Feuerwehrwagen. Und wie geht's dir, Tenpenny? Diesen Unfall kannst du nicht einfach so überstanden haben. Come on, assholes! Ja, du bist fertig. I'll take you all. You're mine. Mine. I'll run this town. Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! Tja, hier hilft da keiner mehr. Wir sind mitten in der Grove Street. Assholes! You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I do it all again. Zeit schlafen zu gehen, Tenpenny. Tja, die Todesursache ist sehr banal. Verkehrsunfall. Wir dürfen ihn nicht erschießen. Nur mit Drogen nehmen klappt das auch nicht, mein Freund. Thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? Tod. What's up with Smoke? He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. Tja, Tenpenny, wir durften dich nicht erledigen. Du bist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ah, du bist jetzt weg. Wir sind dich los. See you around. Die anderen Gangs werden erfahren, dass du tot bist. Und dann ist jetzt wieder alles okay. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, what's up? We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on it. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! They heard about it. I decided to get breast implants. Joko. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We're going on tour, fam. Has anyone got a tissue? My nose it won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Yo. Das ist der letzte Satz von GTA San Andreas und jetzt kommen die Credits, die nahezu unendlich lange sind. Und ich würde sagen, da ist es dann auch angemessen, dass ich meine letzten Worte in diesem Let's Play sage. Das war GTA San Andreas Let's Play mit mir, dem Asperger-Autisten. Wir haben es geschafft, nach genau 40 Parts haben wir es tatsächlich geschafft, San Andreas durchzuspielen. Ich habe manches offline gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, trotz eines Tiefpunktes, an dem ich dann Mafia 2 als Zwischenprojekt reingeschoben habe. Aber generell hat es mir auch Spaß gemacht. Die Motivation nimmt natürlich beim Let's Playen immer ein bisschen ab, das merkt man sich an meinen Aufnahmen. Aber auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört, ich hatte Spaß dabei, es zu spielen. Ist ein bisschen anstrengend mit dem Kopfhörer und so, aber naja, nicht so wichtig. So, jetzt noch ein paar abschließende Worte zu meinem Kanal. Jetzt, wo San Andreas Let's Play beendet ist, wird es, glaube ich, wieder Zeit, dass ich mit dem Gaming etwas mehr aufhöre und mich wieder dem Asperger-Talk und sowas zuwende. Schreibt mir da gerne Vorschläge in den Kommentaren. Das ist immer in meiner Videobeschreibung sehr ausführlich, wie ihr mir schreiben könnt. Ich freue mich auf jede Nachricht, die mir geschrieben wird. Ich freue mich auf Kommentare oder Bewertungen. Ich bettel nicht darum, ich freue mich nur drüber. Also, falls ihr mich bewerten wollt, dann macht das gerne. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr möchtet.
Wenn ihr möchtet, dann, wenn ihr es nicht möchtet, dann lasst ihr es. Ich zwinge niemanden. Gut, das war jetzt so das Standardgelaber von jedem YouTuber, was es so gibt. Nette Musik im Hintergrund. So, und jetzt die alles entscheidende Frage. Falls jetzt kein anderes Projekt eingeschoben wird, würde ich jetzt mit dem Let's Playen erstmal, vielleicht sogar auch dauerhaft, aufhören. Deswegen möchte ich als ganz zentrale Frage in meinen Kommentaren beantwortet haben, soll ich noch ein Spiel Let's Playen? Wenn ja, welches? Oder soll ich es endgültig lassen, weil ich einfach mit den aktuellen Let's Playern nicht mehr mithalten kann, beziehungsweise mehr nicht mithalten kann und es sowieso schon total ausgebucht ist, dieses Business. Wer jetzt noch einsteigt, hat eigentlich kaum eine Chance. Sehe ich ja selbst ein, das sagen auch die Aufrufzahlen. Gut. So. Mein abschließendes Wort. Bleibt schön auf meinem Kanal, verfolgt, was es da so gibt. Guckt euch die ganzen Parts nochmal an, falls ihr erst diesen Part gesehen habt, wenn ihr möchtet. Gut. Genießt die Musik im Hintergrund. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns in einem neuen Video wieder mit mir. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, haut rein, vor allem auf YouTube. Ich unterbreche jetzt mitten in den Credits. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Ciao, wünscht euch euer Nick.